Heute sprechen wir über den Holzbecher. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Anf das Schandmal auf Kawau TV und heute geht es um Holzbecher. Zuerst werden wir ein bisschen über historische Holzbecher, dann über diesen Holzbecher sprechen. Was ich gleich sagen möchte, ist, der war natürlich auch in dem Geschenkpaket von ritterladen.de. Das heißt also, ich packe euch den Link, wo man den kaufen kann, gleich unten in die Videobeschreibung, ist klar, ne? Weil dann könnt ihr die Fragen, wo kann ich denn den Becher haben, euch sparen, einfach Videobeschreibung lesen und gut ist. Ja, geschichtlich gesehen waren gerade im Spätmittelalter Holzbecher schon sehr kunstvoll verziert. Die waren auch bauchig gedrechselt und so weiter und so fort. Also wirklich ganz, ganz feine Sachen gab es da. Das ist halt jetzt schon ein sehr einfaches Stück. Man könnte den jetzt zum Würfeln oder aber zum Trinken verwenden. Pflege ist ein wichtiger Punkt, da komme ich auch später dazu. Ich will nur sagen, Holzbecher haben wir quer durch die Geschichte. Bis heutzutage gibt es Holzbecher und es gab sie in der Antike schon und im Mittelalter, also quer durch. Also das ist historisch gesehen nicht schlecht, sowas zu haben. Olivenholz kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe mal ein paar Sachen durchgeguckt und Olivenholz, es stand ja meistens keine Holzart dabei, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, aus was die anderen Sachen waren. Aber Olivenholz selber und andere Holzbecher müssen halt gepflegt werden, zum Beispiel eingeölt. Das heißt, hier beim Olivenholz ist am praktischsten Olivenöl zu nehmen. Das wird halt mal eingerieben. Auswaschen tust du das mit lauwarmem Wasser, nicht heiß. Und dann eben nicht an den warmen Ort zum Trocknen hinstellen. Also nicht auf die Heizung oder in die pralle Sonne. Das ist einfach, Holz verzeiht einem sowas nicht so schnell. Ja? Und wie gesagt, zur Pflege dann eben mit Öl wieder ein bisschen versiegeln. Dann ist das Ganze auch okay. Des Weiteren also ist Olivenholz so eine Sache, da es ist aus Wurzelholz gemacht. Das heißt also, die Bäume werden, wenn sie keine Früchte mehr tragen, dann ausgegraben und in diesem Fall wird halt dann ein Becher draus gemacht. Das heißt, die Bäume werden nicht sterben, bevor sie nicht praktisch so gut wie tot sind. Sprich, wenn sie keine Früchte mehr tragen, dann werden sie verarbeitet. Das ist jetzt aus Südtunesien. Ja, der Vorteil gegenüber dem Tonbecher, ganz klar, stabil, ist für die Reise meiner Meinung nach sehr praktisch, außer du weißt, wie du deinen Tonbecher wirklich gut einpackst. Er ist leichter als Tongeschirr, aber schwerer als jetzt zum Beispiel der Hornbecher, den wir im letzten Video hatten. Und ja, er ist auf jeden Fall historisch akkurater als der Hornbecher, wenn man zum Beispiel jetzt 13. Jahrhundert macht. Ihr müsst ja selber entscheiden, was für euch und für eure Zwecke das Sinnvollste ist. Ich weiß noch nicht, ob ich den eher zum Spielen als oder eher zum Trinken nehme. Ich kann mir vorstellen, dass ich Met daraus trinken werde oder Wein. Ich weiß es noch nicht genau. Also aus dem Tonkrug hier, das ist klar, da werde ich mein Bier raus trinken. Beim Hornbecher weiß ich es auch noch nicht. Also die Einsatzbereiche von den beiden bin ich mir noch nicht sicher. Wir werden sehen. Ja, man darf gespannt sein. Ihr seht es ja vielleicht auf dem einen oder anderen Mittelaltermarkt selber, ob ich ihn dabei habe und auch benutze. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, wenn ihr sowas auch haben wollt. Und sonst sehen wir uns bis die Tage. Schaut auch mal auf Twitch vorbei. Social Media Links alle unten in der Videobeschreibung und auch, wo ich auftreten werde. Tschüss, euer Arnulf auf Kawau TV. Habt noch einen schönen Tag.